da seid ihr ja. Na, habt ihr es euch schön gemütlich gemacht? Euch eingekuschelt und was Gesundes zum Knabbern neben dem Bett? Gut. Dann erzähle ich euch jetzt, wie das mit Bibi Blocksberg und den blauen Eulen war. Die ganze Geschichte fing damit an, dass nicht nur in Neustadt schlechtes Wetter herrschte, auch über dem Blocksberg ging ein heftiges Gewitter nieder. Oberhexe Walpurgia triefte vor Nässe, als sie nach einem Besenflug durch die Tür trat. Die Junghexen Schubia und Arkadia strichen gerade die Wände neu. Und durchs Dach regnete es. Bei so einem Wetter sollte man nicht mal eine Hexe vor die Tür jagen. Das Dach ist undicht. Mit einem einzigen Hexspruch könnte das hier fertig sein, Tante Walpurgia. Körperliche Arbeit dient eurer Erziehung. Ebenso wie Alchemie und Kräuterkunde. Wer hat heute Moorkugeldienst? Arkadia. Oh je, Moorkugeldienst. Den haben die Mädchen völlig vergessen. Auf dem Tisch steht die große Hexenkugel, mit der das Gruselmoor überwacht wird. Dort verbüßt Rabia von Katzenstein mit ihrem sprechenden Hexenkater Maribor das erste ihrer 5 Verbannungsjahre. Ihr erinnert euch sicherlich noch, was Rabia der Familie Blocksberg angetan hat. Mal sehen, was die böse Hexe im Moor so treibt. Ah, auch dort regnet es in Strömen. Kater Maribor starrt frustriert auf die kärgliche Mahlzeit, die seine Herrin Rabia ihm präsentiert. Wurmige Pilze. Igitt. Pilze? Oh, das überrascht mich, Herrin. Schweig. Es gibt nichts anderes. 312 Tage Pilze. Rohe Pilze. Ich hasse dieses verfluchte, verdammte, versumpfte Gruselmoor. Wenn ihr diesem kleinen Monster nicht eure Hexenkugel hättet geben müssen. Sag nicht Monster. Sprich ihren Namen aus. Bibi Blocksberg. Bibi Blocksberg. Genau. Ein Glück für Familie Blocksberg und die ganze Hexenwelt, dass Bibi damals Rabia besiegt hatte. Aber das ist längst Vergangenheit. Im Hause Blocksberg herrscht eitel Sonnenschein zwischen Bibi und ihren Eltern. Obwohl, harmonisch sieht es mir heute in der Blocksberg-Küche nicht gerade aus. Wieso redet ihr nicht mit mir? Wir? Du redest nicht mit uns. Ich hatte das glatt vergessen mit der 6 auf der letzten Mathearbeit. Es ist nicht schlimm, dass du in der entscheidenden Arbeit des Jahres eine 6 schreibst. Schlimm ist, dass du nicht mit uns darüber sprichst. Also das Wildwasserfahren mit Moni, das wird wohl ins Wasser fallen. Und das Tenniscamp ist auch gestrichen. Wollt ihr mich hier einkerkern? Macht mir doch gleich eine Kugel ans Fußgelenk. So wie Rabia eine bekommen hat beim Urteilsspruch. Du wirst jedenfalls den ganzen Sommer überarbeiten müssen. Denn ohne Nachprüfung keine Versetzung, sagt deine Lehrerin. Und dann kannst du nach dem Sommer deiner besten Freundin über den Gang zuwinken. Das bisschen Stoff hole ich schnell nach, wenn ihr beide mit mir lernt. Nein, Barbara schreibt an ihrem Hexrezeptbuch. Genau, das Manuskript muss nämlich bis September fertig sein, wenn das Buch Weihnachten in den Buchläden stehen soll. Und ich will das Haus renovieren. Vielleicht helfen mir Schubia und Arkadia auf dem Blocksberg. Deine Lehrerin hatte noch eine viel bessere Idee. Ein Ferienkurs im Internat Schloss Altenberg. Also doch Gefängnis. Ich wusste es. Schon einen Tag später findet sich Bibi mit einem Köfferchen, ihrem Wetterfrosch Ferdinand und ihrem Besen Kartoffelbrei im altehrwürdigen Schlossinternat Altenberg. Schuldirektor Quirin Bartels ist ein komischer Kauz, der sich keinen Namen merken kann. Ihre Zimmergenossin Carina Stumpf ein Ekel. Und Hexen, hat Papa gesagt, darf Bibi nur im Notfall. Ihr ist genauso zum Heulen wie Rabia im Gruselmoor. Die wird vom aufgeregten Hexenkater Maribor gerade aus dem Schlaf gerissen. Folgt mir, Herrin! Schneller! Bewegt euer fettes Hinterteil! Da! 12 Meter in 2 Stunden! Eine Springflut! Wo ist die Schlucht? Tja. Die gefährliche, unüberwindliche Schlucht an der Grenze des Gruselmoors ist unter Wassermassen verschwunden. Rabia wird sich doch nicht mit Ausbruchsplänen tragen. Nein, nein, das Wasser ist viel zu wild.
Bibi hat unterdessen im überfüllten Speisesaal des Internats die Bekanntschaft eines netten Jungen namens David gemacht, dem sie ein Wiener Schnitzel hext. Das sieht Karina gar nicht gerne. Die ist nämlich in David verliebt. Deswegen schwingt sie sich so rücksichtslos auf den Tisch, dass sie einem Mädchen im Rollstuhl einen Teller Kohlsuppe über den Schoß kippt. Bibi ist empört. Mit der muss ich in einem Zimmer schlafen. Ich bin Bibi und du? Lea Mischnick. Sie kann hexen. Vielleicht kann sie ja den Rollstuhl weghexen. Und wie soll ich mich dann fortbewegen? David ist beschämt. Elea hat recht. Ohne Rollstuhl wäre sie mit ihren gelähmten Beinen völlig hilflos. Aber schon geht der Unterricht mit Mathe weiter. Bibi steht mit leerem Blick an der Tafel, während Quirin Bartels auf die richtige Lösung wartet. Ich verstehe deine Gefühle angesichts der höheren Mathematik. Da kommt es oft vor, dass sich der Mensch ganz klein fühlt. Ene Mene, Warzenschwein, der Bartels schrumpft ganz plötzlich ein. Hex, Hex! Hey, Blumba! Lass mich sofort runter! Oh nein! Bibi hat ihrem Vater doch versprochen, nur im Notfall zu hexen. Und nun ist Professor Bartels mit einem Mal so klein, dass er auf eine Handfläche passt. Die Klasse johlt begeistert, als Bibi den kleinen, strampelnden Direktor in ihre Rocktasche steckt. Elea hält Bibi hastig einen Zettel mit der richtigen Lösung entgegen. Das ist zwar geschummelt, aber besser geschummelt als gehext. Sekunden später kann der zurückgehexte Professor Quirin Bartels sich an nichts mehr erinnern. Nach der Stunde will Bibi sich sofort bei Elea bedanken. Die ist schon unten auf dem Hof. Hey Elea, warte! Danke nochmal, du hast mir das Leben gerettet. Danke gleichfalls. Du hast mich beim Essen vor dieser Karina-Zicke bewahrt. Wieso bist du überhaupt hier, wenn du so gut in Mathe bist? Dafür bin ich in Deutsch und Chemie grottenschlecht. Und woher kannst du so gut rechnen? Meine Mama war Mathematikerin. Jetzt macht sie was anderes. Ich glaub schon. Meine Eltern sind tot. Alle beide? Und wie ich meine, also. Und nun erzählt Elea von dem schrecklichen Autounfall, bei dem ihre Eltern ums Leben gekommen sind. Und dass sie selbst lange im Krankenhaus war und jetzt als Tagesschülerin den Stoff nachholen muss. Ein Glück, dass sie im Ort wohnt. So eine furchtbar traurige Geschichte hat Bibi noch niemals gehört. Eine Stunde weiter südlich bahnen sich eine durchnässte Rabia und ihr Kater fluchend bei Kerzenschein den Weg durch ihr düsteres Stammschloss Katzenstein. Ihr ist die Flucht tatsächlich gelungen. Doch wie heruntergekommen sieht das Schloss aus? Rabia wühlt wütend in einer alten Truhe. Wo ist bloß das Hexbuch? Zerquetscht werde ich sie mit meinen eigenen Händen, wenn ich die in die Finger kriege, diese Bibi Blocksberg. Oh, ich will meine Hexkraft wieder! Haribo, hör mal. Und ging die Hexkraft dir verloren? Trag Hexenschwesters bestes Stück. Die Kraft wird in dir neu geboren. Zurück kommt bald dein Hexenglück. Warum bin ich nicht gleich darauf gekommen? Ich muss mich einfach aufladen. Ich muss von einer aktiven Hexe Sachen in die Hand bekommen. Und dann wird Hexkraft auf mich zurück übertragen. Das ist es. Zu den Blocksbergs. Ah! Wie bitte? Das, also, diese Drohung wird Rabia hoffentlich nicht wahr machen. Ein Glück, dass Bibi nicht zu Hause in Neustadt ist, sondern in der Buchhandlung von Elias Tante Lissi, in der vierten Welt. Dort stöbert bereits Schuldirektor Bartels und schnabuliert Apfelkuchen. Das ist Bibi Blocksberg. Sie ist erst heute in Altenberg angekommen und ich wollte ihr die Buchhandlung zeigen. Du bist sicher auf der Suche nach einem guten Buch über Algebra, was, Bärbel Blocksberg? Klar, Herr Dr. Bartels. Und Sie, Professor Bartels, suchen sicherlich ein Buch mit Übungen zur Gedächtnisstärkung, damit Sie sich in Zukunft die Namen Ihrer Schüler merken können. Ja, alles zu seiner Zeit, Frau Schickmick. Ich möchte dieses Buch gerne zur Probe mitnehmen. Ein, zwei Stunden. Das würde mir so weiterhelfen. Das enthält möglicherweise einen genauen Plan des Labyrinthes unter Altenberg. Sie kennen auch die Gerüchte, dass sich in einer unterirdischen Höhle das Zahlenrätsel des Philosophen Lomabarini verbirgt.
Was für ein Rätsel sucht er denn? Irgendwas Mathematisches. Der Bartels meint, er wird weltberühmt, wenn er es entdeckt. Das ist ein Witz, oder? Herr Bart mir mal erzählt, dass es unter Schloss Altenberg einen Geheimgang und ein total verwirrendes Labyrinth geben soll. Wer dahin durchfindet, gelangt in eine wunderbare, fremde Welt. Doch bis jetzt hat es noch keiner geschafft. Ist wahrscheinlich nur so eine Story zum Touristen anlocken. Aber was, wenn es stimmt? Papa hat mich mal mitgenommen, als ich klein war. In irgendwelche unterirdischen Höhlen. Ich kann mich gar nicht genau daran erinnern. Nur, dass es total gruselig war. Papa kannte viele Geheimnisse. Nur nicht, wie man von den Toten aufersteht. Du vermisst ihn schrecklich, was? Sehr nachdenklich geht Bibi durch die stille Altstadt zurück ins Internat. Sie hext Mama ein Brieflein. Brauche deinen Rat von Hexe zu Hexe. Natürlich besteigen Blocksberg schon am nächsten Morgen ihren Wagen, um nach Altenberg zu fahren. Die grüne Blättermütze, die hinter einem Busch hervorlugt, sehen sie nicht. Es ist Rabia, in einem Mantel aus schwarzen Rabenfedern. Sind wir nicht Glückskinder, Maribor? Sturmfreie Bude. Sie haben den kleinen Rabenbraten ins Internat verfrachtet. Geschieht ihr recht. Hibbelig und kribbelig stürmt Rabia ins Haus. Und schon ist sie in Barbaras Hexlabor. Ein paar Schlucke aus Zaubertrankflaschen geben Rabia neue Energie. Meine Hexkraft kehrt zurück. Einflussreich und auch brutal. Bald bin ich wieder wichtig. Alle anderen sind mir sowieso was von egal. Jetzt hex ich böse weiter. Rabia ist wieder da. Ich mach sie alle, alle und sie gehen mir in die Falle. So wie's früher einmal war. Rabia, 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 Rabia. So wie's früher einmal war. Alles klar, sie ist da, sie ist da, sie ist da, Rabia. Ihr öden euch dort Hexen, eure Zeit ist längst vorbei. Böses wird jetzt gut ersetzen, wenn ich mit euch fertig bin, bleibt nur noch ein Geschrei. Denn die Würfel sind gefallen, die Weichen sind auf Macht gestellt. Es ist so gut wie schon geschehen, das Gute kann nach Hause gehen zum Abendbrot, dann nehme ich mir die Welt. Rabia, 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 Rabia. Zum Abendbrot, dann nehme ich mir die Welt. Sich 1, 2, 3. Die Babyzeit ist bald vorbei. Nur wer wirklich Böses tut, ist gut, so gut. Wer im Bösen stets das Gute sieht, der singt am End das Schönste. Rabias Blick fällt auf einen Stapel Papier. Es ist Barbara Blocksbergs Manuskript Hexrezepte für 1001 Anlass. Hastig blätternd beginnt Rabia Maribor daraus vorzulesen. Hör zu. Vor vielen hundert Jahren schüttelten die blauen Eulen von Arambolien ihren wundertätigen blauen Eulenstaub aus dem Gefieder. Dieser Eulenstaub, der größere Macht hatte als alle Hexkräfte der Alt- und Neuzeit zusammen, ist im Dunkel der Geschichte verschollen. Doch geht heute noch die Sage, dass ein letztes Fläschchen Eulenstaub in den Höhlen unter Mons Antiquus die Zeit überdauert hat. Man munkelt aber, dass das Fläschchen liegt in... Wo liegt es denn? Ich brauche das ganze Manuskript. Ich muss mehr darüber wissen. Wir sollten möglichst schnell zu diesem Mons Antiquus herin. Wo könnte das bloß sein? Mons heißt Berg und Antiquus alt. Alter Berg, alter Berg, Altenberg! Aber dort ist doch Bibi. Sie trainiert unterdessen ganz ahnungslos für etwas ganz Tolles. Ein Wildwasserrennen. Ah, da kommt ja der Wagen von Blocksbergs ans Flussufer gefahren. Ein Glück, Bibi wartet schon ungeduldig auf Mamis Hexenrat. Diplomatisch verdrückt sich Bernhard Blocksberg in Richtung Flohmarkt. Bibi und Barbara gehen in die Stadt.
Also mir ist klar, dass du Elias Eltern nicht wieder herhexen kannst. Aber wegen der gelähmten Beine. Bibi. Da könntest du doch ausnahmsweise... Deswegen sollte ich so schnell herkommen. Bitte, ich hab's dir ja versprochen. Ach, Bibilein, du müsstest doch inzwischen den Hexenkodex in- und auswendig kennen. Eine gewöhnliche Hexe darf unter keinen Umständen in das Schicksal von Menschen eingreifen. Bibi macht ein finsteres Gesicht, als sie mit Barbara die vierte Welt betritt. Die Hilfe ihrer Mutter hat sie sich anders vorgestellt. Auch Elias Tante Lissi hinterm Tresen merkt sofort, dass Bibis Laune im Keller ist. Bibi. Jetzt schau mal, bei Menschen ist das nämlich so. Jeder hat sein eigenes Schicksal, auch Elea. Da kann man gar nichts machen. Hallo, Bibi. Hallo. Oh, Sie sind wohl die berühmte Frau Mama. Also, ich würde wirklich gerne mal wissen, was Bibi in so kurzer Zeit alles über mich erzählt hat. Tja, sie spricht halt schneller als andere. Das ist wirklich ein schöner Laden, den Sie hier haben. Das gefällt mir gut. Auch der Name Vierte Welt, das gibt's nicht, oder? Die mystische Heilkraft des Johanneskrauts. Darüber habe ich schon ein ganzes Kapitel geschrieben. Vergiss doch mal für einen Augenblick dein Buch, Mami. Das hier ist wichtig. Du sagst, eine gewöhnliche Hexe darf nicht ins Schicksal eingreifen. Ja. Du bist aber keine gewöhnliche Hexe. Oh, ich bin sehr wohl eine gewöhnliche Hexe. Genau wie du, mein Kind. Und wer ist denn bitte schön keine gewöhnliche Hexe? Walpurgia zum Beispiel. Ah! Eine Paracelsus-Abschrift von 1890. Oh, eine Paracelsus-Abschrift von 1890. Du denkst immer nur an deinen Kram. Ist das der Grund, warum du mich ins Internat abgeschoben hast? Wie bitte? Ist doch wahr. Aller Welt erzähle ich immer, wie großartig du bist. Und dann könntest du es einmal beweisen. Aber du tust es nicht. Du lässt mich hängen. Was ich fühle, ist dir nämlich egal. Meine Freundinnen sind dir auch egal. Und dann lässt du Elea einfach so im Rollstuhl sitzen. Ja, also das sieht mir nach einem handfesten Streit aus. So sehr sind die beiden Blocksberg-Hexen mit ihrem Problem beschäftigt, dass sie das warnende Jucken in ihren Hexennasen nicht zur Kenntnis nehmen. Denn in diesem Augenblick landet ganz in der Nähe Rabia. Ist das nicht Blocksbergs Auto? Kommt gerade recht, denkt Rabia und klammert sich zum Aufladen daran fest. Ha! Bernhard biegt mit seinen Flohmarkteinkäufen um die Ecke. Er betätigt schon von weitem die Fernbedienung. Die Heckklappe fliegt hoch. Und in einem riesigen Bogen schlittert Rabia quer übers Autodach Bernhard Blocksberg direkt in die Arme. Um Gottes Willen, gnädige Frau. Auf den Schock eine Tasse Kaffee. Im Altenberger Stadtcafé verwickelt Rabia, die sich als Verlegerin Dr. Mechthild Abira vorstellt, den gutgläubigen Herrn Blocksberg in ein Gespräch. Eine Verlegerin ist genau das, was er für das Manuskript seiner Frau braucht. Es geht um Hexrezepte. Von einer richtigen Hexe geschrieben. Die helfen bei jeder Krankheit. Das Buch wird ein garantierter Bestseller. Ich könnte ja mal einen Blick drauf werfen. Oh, das wäre wunderbar. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen die Autorin gleich selbst persönlich vorstellen. Barbara! Also Barbara Blocksberg zu begegnen, das ist das Letzte, was Rabia sich wünscht. Hastig drückt Frau Dr. Abira Bernhard ihre Visitenkarte in die Hand. Das Manuskript soll er ihr zuschicken. Nanu? Wo steckt Bibi denn? Wie ist sie so schnell auf den Blocksberg gekommen? Walpurgia kommt gar nicht dazu, die letzten 5 Teile in ihr 15.000-Teile-Puzzle einzusetzen. Denn Bibi muss ihr dringend von Elea erzählen. Ihre Eltern sind tot. Und ihre Beine sind gelähmt. Wenn sie wenigstens wieder laufen könnte. Aber meine Mutter behauptet, gewöhnliche Hexen dürfen nicht ins Schicksal eingreifen. Das ist richtig. Kakao? Gerne. Da dachte ich, weil du als Vorsitzende des Hexenverbandes keine gewöhnliche Hexe bist. Sehr schlau. Aber leider, leider. Ja, das waren noch Zeiten, als man mit Eulenstaub fast jedes Gebrechen heilen konnte. Was ist denn Eulenstaub? Aus einem Kistchen holt Walpurgia ein schimmerndes, glockenförmiges Glasgebilde. Die Sagenglocke. Oh, ist das hübsch. In der Glocke beginnt sich etwas zu bewegen. Sieht aus wie kleine blaue Eulen. Es war zu einer Zeit, als das Hexen noch nicht geholfen hat. Da lebten in den Höhlen unter Mons Antiquus kleine blaue Tröstereulen. Sie fraßen alles, was blau war. Enzubinian, Phalonien, danubische Misteln, Blunderbeeren.
viele andere blaue Pflanzen, die es längst nicht mehr gibt, die waren bis in die Blattspitzen voller Heilkraft. Und diese Heilkräfte übertrugen sich auf die kleinen Eulen. Sie setzten sich als feiner Staub zwischen ihre Federn und in ihre Flügel. Fast jeder, der den blauen Eulenstaub berührte, wurde auf der Stelle von seiner Krankheit geheilt. Und diejenigen, die nicht geheilt werden konnten, denn auch der Eulenstaub hatte seine Grenzen, die kamen zum Trost nach Arambolien, ins Traumland. Und wurden durch die Tröstereulen von ihrer Traurigkeit befreit. Genau so eine Eule brauchen wir, Tante Walpurgia. Was ist mit ihnen passiert? Es war nach einer Sonnenfinsternis, sagt die Überlieferung, dass die Sonne nicht mehr wiederkam. Und so wurde es kalt auf der Erde. Und es begann zu schneien. Und die Eulen, die Wärme gewohnt waren, erstarrten zu kleinen Eisskulpturen. Und der Schnee begrub die hilflosen Tiere unter sich und mit ihnen auch den Eulenstaub. Aber wie durch ein Wunder blieb unter dem berühmten Labyrinth von Mons Antiquus ein wenig Eulenstaub erhalten. Wo ist der? Ach, Baby, es ist hunderte von Jahren her. Es gibt keinen Eulenstaub mehr. Schon will Bibi sich auf den Weg zurück ins Internat machen, als die Junghexen Schubia und Arkadia hereinstürmen und Bibi ins Mädchenzimmer zerren. So lange haben sie einander nicht gesehen, da gibt es viel zu erzählen. Noch dazu, wo Arkadia sich gerade verliebt hat. Das ist er. Wer? Jona. Super süß. Wenn er dich anschaut, der hat nämlich knallblaue Augen. Dann kriegst du echt Gänsehaut. Also ich finde Frieren ja nicht so toll. Und jetzt glaubt Arkadia, dass sie alles über Liebe weiß. Alles nicht, aber eine Menge. Hexen lieben speziell, ja. Hexen lieben ziemlich schnell, ja. Hexen haben Riesenschränke. Voller Liebesmixgetränke. Und haben sie dein Herz im Griff, bist du hilflos wie ein Schiff auf dem Riff. Im Meer der Liebe ist dir niemals klar, ob es dein freier Wille war. Es ist wie verhext. Hexen sind relaxed. This is the nicht gerne brav. Hexen rauben dir den Schlaf. Hexen sind in Sachen Liebe allerbesten Herzensliebe. Hexen sind die Spezialist, die Nummer 1 in Liebeslist. Wie ein Orkan im Wahn der Liebe. Drum schneid dich fest und halt dich besser an. Es ist wie verhext. Hexen sind relaxed. This is the Hexen knutschen, auf Wasser rutschen. Hexen küssen, nur wenn sie müssen. Ich muss sofort zurück ins Internat. Morgen ist Wildwasserrennen. Lass mal das gute alte Mons Antiquus grüßen. Was schön grüßen? Ach, seitdem Schubia Latein als Wahlfach genommen hat, übersetzt sie alles Mögliche. Na, Mons Antiquus, Altenberg. Mons Antiquus ist Altenberg. Danke. Na, wenn das kein Zufall ist. Das Büffelinternat Altenberg ist über den Höhlen von Mons Antiquus erbaut. Der Eulenstaub ist also zum Greifen nah. Sie muss ihn nur finden. Als Bibi fort ist, wendet Walpurgia sich an Schubia und Arkadia. Habt ihr zwei auch nichts vergessen? Bestimmt nicht, Tante Walpurgia. Die Moorüberwachungskugel war auf deiner Liste, Aki. Nö, war sie nicht. Jedenfalls geht's unserer lieben Rabia im Gruselmoor nicht besonders gut. Die liegt seit Tagen auf ihrer Matratze und rührt sich nicht. Sie rührt sich nicht? Ein Blick in die Kugel zeigt, Schubia und Arkadia hätten die Moorüberwachungskugel nicht vernachlässigen sollen. Statt Rabia liegt nämlich ein Haufen Lumpen unter dem Baum im Moor. Das bedeutet Großalarm. Gestern eine schlechte Nachricht. Rabia ist aus dem Gruselmoor entflohen. Oh, was? Daheim in Neustadt tütet in diesen Minuten Bernhard Barbaras Manuskript ein. Hexrezepte für 1001 Anlass, um es an die Verlegerin Frau Dr. Abira zu schicken, als das Telefon klingelt. Blocksberg! Hallo, Walpurgia! Nein. Aber das kann doch gar nicht sein. Noch niemals ist jemand dem Gruselmoor entkommen. Ja. Rabia ist ausgebrochen.
Rabbi, um Gottes Willen. Sie wird uns vernichten wollen. Ein Glück, dass wir Bibi in Altenberg haben. Ja, ein Glück. Da wird Rabbi ja nicht drauf kommen, oder? Reinhard? Bibi selbst ahnt nichts von der drohenden Gefahr. Auf dem Luftweg zurück ins Internat macht sie einen Abstecher zu Ilea. Die schläft tief und fest. Aber nicht mehr lange. Oh! Weißt du, wie spät es ist? Du hast mich total erschreckt. Hast du schon mal was von Mons Antiquus, dem blauen Eulenstaub und dem Traumland von Aramboyen gehört, Ilea? Der Eulenstaub hat die allergrößten Heilkräfte, die du dir denken kannst. Damit könntest du vielleicht wieder laufen. Oder du müsstest wenigstens nicht mehr traurig sein. Kurz darauf blättern die Mädchen leise, leise, damit Tante Lisi nicht aufwacht, im Antiquitätenkeller der vierten Welt in dicken Büchern. Einmal war ich mit Papa in einer Höhle. Es war dunkel, kalt und nass. Wir sind nicht weit gekommen. Aber wir sind von irgendwo hier gestartet. Oder bilde ich mir das bloß ein? Erinnerst du dich nicht genauer? Aber leider, nein. Oh, draußen ist schon heller Tag. Die Mädchen müssen sich beeilen. Bald beginnt das Wildwasserrennen. Alle Wettkämpfer auf die Startposition. Überprüft noch mal eure Helme. Und fertig werden. 3, 2, 1. Während das Rennen seinen Lauf nimmt, fahren zwei sehr nervöse Leute in ihrem Wagen Richtung Altenberg. Barbara und Bernhard Blocksberg. Auf dem Fluss spielen sich unterdessen dramatische Szenen ab. Achtung, David, der Strudel! Ja, auf geht's! Scheiße, Carina, holt auf! Schnell das Boot drehen! Los, mach schneller! Wir kriegen die Runden! Wir drücken natürlich Bibis Boot die Daumen. Ach, das wird hart. Es sieht ganz so aus, als würde Carina mit unsauberen Mitteln kämpfen. Nanu? Ein Fahrrad quietscht den Uferweg entlang. Rabia und Maribor. Rabia sieht Bibi auf dem Fluss kämpfen. Wer kommt denn da? Du hast keine Chance, Bibi. Das werden wir ja sehen. Weg mit dir. Also diese Carina. Jetzt stößt sie mit dem Paddel Bibis und Davids Boot einfach weg. Sieh mal einer an. Noch jemand, der unseren kleinen Rabenbraten nicht ausstehen kann. Vielleicht sollte ich ein wenig nachhelfen. Ne? Achtung, Bibi, der Strudel! Ene mene Hosensaum, Bibi Blocksberg hängt am Baum. Hex, Hex! Eine unsichtbare Macht schleudert Bibi hoch in die Luft. Strampelnd bleibt sie an einem Ast über dem reißenden Fluss hängen. Carinas Boot zieht Richtung Ziel vorbei. Das Rennen ist wohl verloren. Als ob das nicht schlimm genug wäre, sieht Bibi wieder an Land und vor Kälte zitternd ihre Eltern auf sich zukommen. Kommt jetzt jeden Tag. Ist total peinlich. Nein, wir... Wir wollten doch nur schauen, ob es dir gut geht. Ob du unsere Hilfe brauchst. Mama hatte so ein eigenartiges Kribbeln in der Hexennase. Hilfe? Sag bloß, du hast dir die Sache mit Delia anders überlegt. Aber natürlich hat Barbara Blocksberg ihre Meinung nicht geändert. Bibi ist darüber so verärgert, dass sie ihre Eltern einfach stehen lässt. Und dann auch noch die Preisverleihung. Als Bibi den Festsaal betritt, zieht Ilea sie hinter eine spanische Wand, die vor dem Buffet aufgebaut ist. Ich habe was gefunden, was nicht jeder sehen soll. Komm. Ich habe Tante Lissi gefragt, ob es noch irgendetwas gibt von meinen Eltern, was ich nicht kenne. Naja, sie hatte noch einen ganzen Stapel Bücher herumliegen. Hatte es längst vergessen, bis Querin Bartels sie genau nach diesem Buch gefragt hat. Und... das hier war drin in dem Buch. Sieht wie ein Grundriss aus. Oder eine Schatzkarte. Aber was ist das? Ich glaube, das ist das Labyrinth. Und das hier, das sieht wie ein Zugang aus. Auf einmal taucht Direktor Bartels Kopf über der spanischen Wand auf. Als sein Blick auf die Karte fällt, kann er gerade noch die Zeichen 3x5 lesen. Was habt ihr denn da? Dann fällt er selbst. Mitten ins Buffet. Bibi und Ilea machen sich eilig aus dem Staub. Jetzt ist eine gute Gelegenheit, den Eingang zum Labyrinth zu suchen. Da hallt doch das Geräusch spitzer Absätze durch die Gänge. Es ist Rabia.
und um ihren Hals liegt Kater Maribor. Sie muss hier irgendwo sein. Ich kann die kleine Hexe förmlich riechen. Doch Bibi und Elea verschwinden noch rechtzeitig hinter einer schweren Holztüre. Es ist der Zugang zur Schlossbibliothek. Rabia folgt heimlich Schuldirektor Bartels in den Jungenwaschraum. Komisch, denkt Quirin Bartels, dass das Licht so seltsam flackert. Plötzlich richten sich ihm vor lauter Gruseln die Haare auf dem Rücken auf. Sein Blick fällt in den Spiegel. Da steht Rabia. Meine Güte, haben Sie mich erschreckt. Sie haben meinen Brief erhalten, Dr. Colette Corbeau von Paris-Soa, die berühmte französische Zeitung. Wegen die Serie über die berühmtesten Internate Deutschlands? Ach, oui. Ja. Ich habe so wahnsinnig viel zu tun in letzter Zeit als Schuldirektor und Professor und Mathematiker hier. Oh la la! Sind Sie der Berühmte? Direktor, Professor, Dr. Dr. Quirin Bartels. Direktor, Professor, Doktor, Doktor. Wie wär's mit einer kleinen Vertrauenskennenlernung in Ihrem Büro? Also, eine solche Schlange! Wo hat Rabia so schnell Barbaras Vertrauenstränklein hergezaubert? Bibi und Elea irren unterdessen mit ihrem Plan durch die Buchreihen. Danach muss der Geheimgang irgendwo von hier abgehen. Hier ist nichts außer Büchern. Laut Plan muss der Zugang aber an dieser Wand sein. 5x3. Das muss irgendwas bedeuten. Vielleicht eine Meterangabe. Oder ein Rechenbuch für Erstklässler oder so. Na toll, hier stehen 100.000 Mathe-Schmöker. Die Gesetze des Pythagoras. Fermats letzter Satz. Magische Fünf- und Dreiecke und andere Zauberformen. Elementare Zahlen. 5x3. Magische Fünf- und Dreiecke. Das könnte sein. Bibi zieht das Buch aus dem Regal. In diesem Moment schwingt die Bücherwand zur Seite. Unglaublich. Bibi und Elea haben den Geheimgang entdeckt. Doch kaum hat Bibi den Rollstuhl in die Öffnung geschoben, schwingt das Regal an seinen Platz zurück. Und die Mädchen sind im Dunkel gefangen. Mist! Keine Angst, wir finden schon wieder raus. Nur Licht bräuchten wir. Ine, Mine, Pfirsichkerne, eher gleich zweimal eine Laterne. Hex, Hex! Hex, Hex! Fledermäuse. Mein Gott, sind wir Angsthasen. Puh. Als sie nach dem Schrecken die Felswand ableuchten, entdecken sie ein rundes, versteinertes Muster. Prüfend tastet Elea es ab. Nein! Der Boden öffnet sich unter ihnen. Bibi krallt sich an den Rollstuhlgriffen fest. Eine wilde Fahrt beginnt, steil hinunter in den Berg. Die Mädchen rasen auf eine Felswand zu. In letzter Sekunde tut sich ein riesiges Maul auf. Bibi stolpert. Hilfe! Der Rollstuhl mit Elea saust führerlos auf einen Abgrund zu. Aber ja, wie durch ein Wunder, er kommt Zentimeter vor einer Schlucht zum Stehen. Doch was ist das, worauf sie da hinunterblicken? Das Labyrinth? Wie auf Papas Plan? Aber ein Labyrinth ist nun mal ein Ort, aus dem man schwer wieder herausfindet. Plötzlich versperrt Bibi und Elea eine Wand den Weg, auf die eine Landschaft gemalt ist. Hier geht's nicht weiter, lass uns umkehren. Nein, warte. Das ist dasselbe Bild wie in der Buchhandlung. Jetzt weiß ich's. Papa konnte es zur Seite schieben. Federleicht lässt sich der schwere Fels verschieben. Nanu, wo sind wir denn hier? Im Buchladen Die vierte Welt. Die eingestaubten Mädchen machen, dass sie zurück zur Preisverleihung kommen. Auf der Bühne steckt Professor Quirin Bartels in einem Zauberschrankkoffer und ist von Dolchen durchbohrt. Die Zauberin, die ihre große Vorstellung gibt, ist niemand anderes als Rabia. Alle johlen und klatschen, als sie die Dolche aus dem Koffer zieht und Bartels unversehrt hervortritt. Das Publikum ist begeistert. Merci! Merci beaucoup. Aber ich bin natürlich nicht nur zu meinem Vergnügen hier.
Ich möchte einen Artikel schreiben über euer Internat aus der Sicht von einer Schüler. Wer von euch hat Lust, mit mir einen Tag zu verbringen? Natürlich mit ein wenig Schillefrei und viel Spaß. Rabia, oder Madame Corbeau, wie sie sich hier nennt, geht prüfend durch die Reihen. Carina wedelt vor Begeisterung mit beiden Händen gleichzeitig. Aber die französische Journalistin hat es nur auf eine abgesehen. Auf Bibi. Aha. Du gefällst mir. Du gefällst mir sogar sehr. Wie heißt du? Bibi. Bibi Blocksberg. Oh. Madame Plumeau, also Bibi. Bibi Blocksberg ist jetzt nicht gerade eine unserer herausragenden Leuchten am Institut. Vielleicht nehmen Sie dieses Kind. Mon cher Direktor, dieses Mädchen ist charmant, hübsch und sympathique. Und très allemande. Unsere Leser werden sie lieben. Wie ist es, Bibi? Machst du mit? Sagen wir, morgen früh um 8. Bibi ist begeistert. Das ist nicht gut. Es ist Zeit, dass die Hexen eingreifen. Doch noch suchen die Damen um Walpurgia Rabia ganz woanders. Hexenkugeln können leider nicht hinter Efeu überwachsene Mauern sehen, wie es sie in Altenberg gibt. Am nächsten Morgen lockt Rabia mit einem Trick Carina aus dem Zimmer. Und weckt Bibi mit einem köstlichen Kakao-Frühstück. Frühstück ans Bett? Oh Mann, so was Gutes gibt's uns nur am Geburtstag. Aber das Leben muss doch Spaß machen. Nespa? Probier mal die Bananenschokomilch. Die habe ich selber gemacht. Nicht, Bibi! Zu spät. Das Vertrauenstränklein wirkt schon. Mit süßen Worten schleicht Rabia, alias Madame Corbeau, sich in Bibis Herz. Endlich eine erwachsene Frau, die sie versteht. Ganz anders als Mami in letzter Zeit. Madame Corbeau, können Sie ein Geheimnis bewahren? Der netten französischen Journalistin kann man sicherlich alles anvertrauen. Ich werde Elia helfen, dass sie nicht mehr am Rollstuhl sitzen muss. Ich werde es auch ohne meine Mutter schaffen. Bald schon. Es wird gar nicht mehr viel. Ach ja. Madame Corbeau, haben Sie schon mal etwas vom Eulenstaub gehört? Ja, no. Der ist wertvoller und wirksamer als alle Hexkräfte. Und er liegt hier, unter unseren Füßen. Hier? Mais non. Mais oui. Da klopft Bernhard Blocksberg an die Tür. Als Bibi ihrem Vater Madame Corbeau vorstellt, stutzt Bernhard. Die Journalistin kommt ihm sehr bekannt vor. Sie verabschiedet sich hastig und eilt davon. Die Corbeau ist echt super, Poppy. Die wohnt jetzt oben im Gästezimmer. Ich darf bei ihr ein Praktikum machen, wenn ich älter bin. In Paris, stell dir vor, dann lerne ich Französisch. Sie hat mir ihre Visitenkarte gegeben, schau. Entgeistert starrt Herr Blocksberg auf die Visitenkarte, auf der die Abbildung eines Raben prangt. Sieht fast so aus wie die Karte dieser Verlegerin. Dr. Mechthild Barbira. Bibi, ich bin schon wieder auf dem Sprung. Pass auf dich auf, hörst du? Geh mit niemandem mit. Ich komme später wieder. Tschüss. Bernhard stolpert zu seinem Wagen und wählt hastig die Geheimnummer des Blocksbergs. Dort sind 20 Hexen rund um die Uhr mit dem Problem Rabia beschäftigt. Natürlich auch Barbara. Habt ihr schon eine Fährte? Nein, nichts. Wie vom Planeten verschluckt. Sie weiß sich natürlich zu tarnen. Ist alles in Ordnung mit Bibi? Bernhard, sag was. Was ist los? Ich höre doch, dass was nicht in Ordnung ist. Da ist diese französische Journalistin aus Frankreich. Ja, und was ist mit der? Sie heißt Corbeau und ich glaube, das Beste wird sein, du kommst hierher. Ich bin schon vollkommen wirr. Lass das Kind nicht aus den Augen, Bernhard, hörst du? Lass sie nicht aus den Augen. Wie gut, wenn man Französisch kann. Corbeau heißt Rabe. Barbara, oh. Was ist denn los? Sie ist in Altenberg. Nimm mir das Bibi doch gut aufgehoben. Nein, nicht Bibi! Rabia! In Sekundenschnelle sind Barbara und Walpurgia abflugbereit. Rabia mit einem Rucksack auf dem Rücken und Maribor verfolgen unterdessen Direktor Bartels, der in Expeditionsausrüstung in die Bibliothek eilt. Er kennt wohl das Geheimnis der Drehtür. Richtig! Wenige Atemzüge später steht auch Rabia im Geheimgang. Und bald darauf stolpert sie durchs Labyrinth. Bernhard Blocksberg hat inzwischen im Zimmer der Corbeau das Vertrauenstränklein entdeckt. Wo bleibt nur Barbara? Ah, schon da. Wo ist
Bibi? Die ist im Unterricht. Mein Gott, Barbara, ich glaube ja gar nicht wirklich, dass die Corbeau, ich meine, die hat das Manuskript ja gar nicht. Natürlich ist es die Avira, der ich das Manuskript gegeben habe. Aber was soll die hier in der Schule verloren haben? Nein, die Corbeau ist eine ganz normale französische, unbescholtene Journalistin, nicht? Bibi schwitzt gerade neben Elea über einer Bioarbeit, als die Klassentüre auffliegt und Barbara und Walpurgia in voller Hexenmontur hereinstürmen. Bibi, pack deine Sachen, wir müssen auf den Blocksberg. Komm. Aber wir schreiben gerade Bio. Ja, ja. Jede Widerrede ist zwecklos. Bibi muss Walpurgias Besen besteigen. Barbara bleibt mit Bernhard auf Schloss Altenberg zurück. Frau Blocksberg stapft auf der Suche nach Quirin Bartels Richtung Bibliothek. Auf ihren Mann ist sie nicht gut zu sprechen. Ich habe nur gedacht, ja, wenn... Mal denkst, dann denkst du falsch. So eine Bemerkung ist unter deiner Würde. Bartels? Von Hexen lässt man sich eben leicht an der Nase herumführen, das solltest du am allerbesten wissen. Aber eins schwöre ich dir, diese Rabia oder Abira oder Corbeau oder wie auch immer sie heißen mag, die werde ich noch zur Strecke bringen. Was soll denn das überhaupt heißen, unter meiner Würde? Zum Heldenspiel ist es jetzt wirklich ein bisschen zu spät, Bernhard. Halt! Herr Blocksberg, nicht gegen dieses Buch lehnen! Zu spät. Schon hat das Regal den Ärmsten verschluckt. Schau mal, ist ein Buch über Kristalle. Barbara merkt erst gar nichts. Jetzt hört der Spaß aber langsam auf. Barbara! Mach auf! Hör auf mit dem Unfug, na komm schon! Ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid. Ich bringe es wieder in Ordnung. Das geht zu weit. Hexerei hin, Hexerei her. Wenn der Rückweg versperrt ist, soll man unverzagt nach vorne schreiten, sagt das Sprichwort. Nicht nur nach vorne, am besten auch nach unten. Da kommt nämlich gleich die Rutsche in den Abgrund. Na bitte! Aber wenden wir uns wieder Bibi zu. Die ist auf dem Blocksberg in Sicherheit und eben mit Schubia und Walpurgia beim Gespenstersuppe essen. Sie macht ein Gesicht wie 7 Tage Regenwetter. Wann kann ich endlich nach Hause? Sobald Rabia wieder hinter Schloss und Riegel ist. Die Corbeau ist niemals Rabia. Die würde es nie schaffen, sich selbst so nett zu verhexen. Immerhin hat dein Vater im Zimmer von dieser Madame Corbeau das Vertrauenstränklein gefunden. Ja, hat er wahrscheinlich selbst dahingestellt. Du bist sicher sehr müde, Bibi. Ich konnte Elea noch nicht mal Tschüss sagen. So falle ich garantiert durch die Nachprüfung. Nur glückliche Kinder lernen gut. Pampig läuft Bibi ins Mädchenzimmer. Dort heult die arme Arkadia ihren Liebeskummer ins Kissen. Ihrem Jona sind Hexen unheimlich, hat er gesagt. Arkadia merkt nicht, wie Bibi das Fenster öffnet und losfliegt. Immer Richtung Altenberg. Dann landet sie auf Eleas Fensterbrett.